Oh, hey, schön, dass du eingeschalten hast. Sag mal, mit wem hast du da vorhin gechattet? War das ein Minderjähriger? Du hast da ein paar Fotos verschickt, wenn ich das so sagen darf. Einen hübschen Hintern hast du schon. Aber davor waren so einige Nachrichten, die mich stutzig gemacht haben, ob du vielleicht sexuelles Interesse an deinem Gegenüber hast. Sekunde. Hey, Baby, ich freue mich schon auf nachher. Mein Höschen ist schon ganz feucht. Wirklich ungezogen. Ach, das war dein Freund? Ist der nicht minderjährig? Ach, du auch? Na, aber dafür hast du schon einen ganz schön üppigen Vorbau, meine Liebe. Vor ein paar Wochen hat die EU dem neuen Gesetz zur Chatkontrolle zugestimmt. Das, was ich euch gerade vorgestellt habe, ist nur eines der widerlichen vielen Probleme. Es geht um Kinderpornografie. Die EU ist überhaupt kein Fan davon, wie übrigens ich und auch jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, ebenfalls nicht. Da durch das Internet anonym und verschlüsselt solche Dateien aber auch verschickt werden können, will die EU dem Ganzen nun einen Riegel vorschieben. In der Abstimmung Combating Child Abuse Online, zu Deutsch etwa Kindesmissbrauch online bekämpfen, sollten die Parlamentarier abstimmen, ob sie ein Gesetz akzeptieren wollen, das deutlich weitreichendere Folgen hat. Ich habe mir für dieses Video Unterstützung geholt von Patrick Breyer, Abgeordneter für die Piratenpartei im Europaparlament, und er hat sich über 40 Minuten lang Zeit genommen, damit ich alle Aspekte gut beleuchten kann. Fangen wir also an mit dem Gesetz. Was soll passieren? Chatkontrolle ist eine Maßnahme, wo Anbieter von privater Kommunikation, das heißt E-Mails, Messenger-Dienste, Chats, aber auch hier Videokonferenzen, wie wir gerade eine haben, die Inhalte der Kommunikation durchleuchten und durchsuchen nach verdächtigen Inhalten, die Kinderpornografie darstellen könnten oder wo jemand versuchen könnte, mit Minderjährigen Kontakt aufzunehmen. Betroffen sind von den privaten Anbietern Instagram-Nachrichten, Facebook-Nachrichten, Gmail-E-Mails, Zoom-Meetings, Microsoft-Team-Meetings, Discord-Nachrichten und noch viele, viele mehr. Eben alle Nachrichten, wo die Unternehmen den Chat mitlesen können. Denn bei Verschlüsselung kann ein Anbieter einfach nichts machen. Wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in einer Anwendung drinsteht, dann haben die Anbieter, also etwa auch WhatsApp, keinerlei Möglichkeit, im besten Falle eure Nachrichten mitzulesen. Wichtig ist nämlich auch, in diesem beschlossenen Gesetz steht nirgends, dass ein Betreiber das tun muss. Wie gesagt, manchmal geht es auch einfach noch nicht, aber dazu kommen wir gleich noch. Es dürfte aber ebenso klar sein, dass kein Mitarbeiter eure Chats, Meetings etc. anschaut, sondern dass das Ganze vollkommen automatisiert abläuft. Das heißt, eine KI schaut sich Bilder an, die ihr an eure Freunde schickt oder Texte, die ihr an eure Mutter schickt. Oder vielleicht auch euren Kollegen schreibt. Das Ziel ist es, kinderpornografische Materialien in den Chats zu finden und diese dann absolut vollautomatisch an die Strafverfolgungsbehörden zu melden, inklusive Anzeige für euch gleich dazu. Die Algorithmen sind laut Patrick Breyer sehr fehleranfällig. Leider sind diese Algorithmen sehr fehleranfällig. In bis zu 86% der Fälle werden Menschen angezeigt wegen Inhalten, die gar nicht strafbar sind und die aber trotzdem sehr vertraulich bis intim sein können. Zum Beispiel Nacktfotos von Erwachsenen können dann plötzlich bei der Polizei landen. Auch private Strandfotos, wo vielleicht spielende Kinder am Strand drauf zu sehen sind. Man kann auch angezeigt werden, wenn man in einer Chatgruppe ist oder in einer Facebook-Gruppe, wo jemand anders sowas postet. Auch dann kriegt man eine Anzeige an den Hals. Und teilweise werden solche falschen Anzeigen gleich aussortiert. Teilweise kann es aber auch dazu zu unangenehmen Befragungen von der Polizei kommen, die plötzlich vor der Tür stehen.
Es kann sogar zu Durchsuchungen, Beschlagnahmen kommen. Ich habe ja auch schon die ein oder andere KI geschrieben und Bilderkennung gemacht, also selbst geschrieben. Und man muss, glaube ich, kein Genie sein, um sagen zu können, dass eine KI nicht unterscheiden kann, ob die nackte Person da auf dem Foto gerade 18 geworden ist oder 17 Jahre und 300 Tage alt ist. Wie denn auch? Ist nicht mal uns Menschen möglich. Und wie soll das eine KI dann können? Eine automatische Anzeige bedeutet aber natürlich, dass die Daten, die strafrechtlich relevant sein könnten, vollständig an die Polizei übermittelt werden müssen. Also wird aber auch im Zweifelsfall das Nacktfoto eurer gerade 18 Jahre alt gewordenen Freundin, das ihr bekommen habt, an die Polizei übermittelt. Ich kenne ein paar Menschen bei der Polizei und sie sind eigentlich alle nette Menschen, aber ich kenne nicht jeden und ich würde trotzdem nicht wollen, dass auch nur irgendeiner davon Nacktfotos von mir oder meiner Freundin sieht. Klar. Kann sein, dass man sagen kann, dann verschick's halt nicht und ich würde es auch jedem raten, keine Nacktfotos zu machen oder zu verschicken, aber es gehört zur Freiheit der Person dazu, dass man es darf und vor allem auch, dass man solche Bilder im Vertrauen versenden darf. Doch das wird hier eigentlich unmöglich gemacht. Und wie gesagt, es sollen auch Chats durchforstet werden. Das heißt, auch die Nachrichten inklusive der Namen der Beteiligten landen bei der Polizei. Die Beamten dort sind dann nicht nur angeekelt, was ihr so schreibt, sondern auch ziemlich sicher hochgradig überlastet bei der Fehlerquote. Um nochmal auf die Fehler der KI zurückzukommen. Diese KIs schlagen vor allem bei Sexting und Nacktfotos aus, dürfte klar sein. Aber auch bei Strandfotos mit euren oder fremden Kindern im Hintergrund, die falsch von der KI eingeordnet werden. Bei der Polizei werden nun viele Anzeigen ziemlich schnell aussortiert, etwa die Strandfotos, wenn zum Beispiel einfach Bikini oder sowas. Aber wenn ein Nacktfoto eurer Freundin oder einfach nur Sexting mit ihr so eingeordnet wird, dass sie vielleicht minderjährig sein könnte, kann es trotzdem zur Anzeige kommen, inklusive allem, was dazugehört. Das heißt, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung all eurer elektronischen Geräte und so weiter. Und wenn die Geräte beschlagnahmt werden, gibt es keine Frist, wann die wieder rausgerückt werden müssen. Da habe ich schon von Fällen gehört, wo das über 2 Jahre ging, bis die Geräte wieder beim Besitzer zurückgekommen waren. In der Zeit könnt ihr euch quasi also ein neues Handy kaufen. Und alles nur, weil eine KI eine sexy SMS oder Nachricht falsch verstanden hat? Und selbst wenn sich am Ende herausstellt, die Person wurde zu Unrecht verdächtigt, dann kann schon allein das Verfahren und der Verdacht von Kinderpornografie dazu führen, dass Ehen zerbrechen, dass man den Job verliert. Einige haben sich sogar schon das Leben genommen deswegen. Und was ich am schlimmsten eigentlich daran finde, ist, dass hier zum ersten Mal private Räume ohne jeden Verdacht und Anlass ins Blaue hinein durchleuchtet werden. Nur weil irgendwas Illegales darin passieren könnte. Man muss aber auch folgende Situation erkennen. Nehmen wir an, ihr seid jetzt 14 Jahre. Eure Freundin ist auch 14 Jahre. Normales Alter. Pubertät kann grausam sein und ihr bekommt zur Erleichterung eurer Hormone ein Nacktfoto eurer Freundin geschickt. Das ist leider Kinderpornografie und ist ziemlich strafbar. Viel Spaß. Das heißt, diese Algorithmen verpassen euch jetzt instant eine Vorstrafe, obwohl ihr selbst noch nicht mal volljährig seid. Damit vermasselt ihr euch ziemlich sicher jeden Job im öffentlichen Dienst. 30% der Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie richten sich gegen Kinder, also gegen Minderjährige. Diejenigen, die da geschützt werden sollen, werden tatsächlich durch dieses Verfahren kriminalisiert. Und das liegt daran, dass viele sich halt auch gar nicht bewusst sind, dass irgendwelche Bilder oder Videos, die sie für lustig, als lustig empfinden, tatsächlich als strafbare Kinderpornografie eingestuft werden. Zum Beispiel gibt es so ein Eselsex-Video, was sehr weit geteilt wurde, was aber halt tatsächlich strafbar ist. Aber Kinder und Jugendliche sind sich da oft nicht bewusst und plötzlich haben sie eine Anzeige im Haus. Das ist hochproblematisch. Oder noch ein Beispiel. Ihr könnt auch eine Anzeige bekommen, wenn ihr in einer Facebook- oder WhatsApp-Gruppe drin seid, in der sowas gepostet wird. Seid ihr euch wirklich sicher, dass jeder einzelne eurer Freunde ein wirklich sicheres Handy hat, das nicht gehackt werden kann?
Nach dem NSO-Skandal und Pegasus wäre ich mir dann nicht mehr so sicher, selbst bei mir selbst, bei meinem eigenen Handy. Und gerade der Staatstrojaner hat genau solche Möglichkeiten. Nehmen wir also an, einer eurer Freunde oder vielleicht auch nur ein Idiot aus einer Facebook-Gruppe, den ihr nicht mal leiden könnt und wo ihr vergessen habt auszutreten, weil ihr seit Jahren kein Facebook benutzt, so wie fast jeder, wird gehackt. Und der Hacker postet so ein Bild in die Gruppe rein. Dann habt ihr eine vollautomatische Anzeige am Hals. Und das ist ein Riesenproblem, gerade für offene Communities und macht im Endeffekt jeden angreifbar, der die Dienste nutzt. Besonders witzig wird das Beispiel Tinder. Klar, nicht jeder schickt einen Dickpic gleich zur Begrüßung, aber es sollen ja auch schon sogenannte Anbahnungsversuche strafbar gemacht werden. Das heißt, wenn ein Erwachsener ein Kind mit sexuellem Interesse kontaktiert, ist das strafbar. Jetzt sagt mir doch mal jemand, wie bei diesem Chat klar werden soll, wie alt die Teilnehmer sind. Die Einfachheit, das Gesetz willkürlich auszunutzen, um anderen Menschen zu schaden oder sogar sie in den Selbstmord zu treiben, ist einfach viel zu hoch. Bedenkt bitte, dass Rufmordkampagnen ein echtes Thema sind. Dass das noch nicht mal das Schlimmste ist, möchte ich aber hier kurz illustrieren. Patrick Breyer sowie viele andere Experten sehen dieses Gesetz und andere Überwachungsgesetze als Eintrittstor der Regierung und Strafverfolgung in private Räume. Kinderpornografie kann per verschlüsseltem Chat versendet werden, also wird Verschlüsselung abgeschafft. Es gibt ein anonymes Netzwerk, wo sowas ausgetauscht werden könnte, also verbietet man das Tor-Netzwerk. PCs könnten solche Dateien beinhalten. Also werden verdachtslos alle Rechner durchsucht. Im Schlafzimmer könnte sowas aufgenommen werden, also installieren wir in jedem Raum eine Kamera. Das ist durchaus eine logische Schlussfolgerung und man sieht hier, wohin man kommt, wenn man den Weg wirklich zu Ende denkt. Nehmen wir an, es gibt solche privaten Räume nicht mehr. Ihr werdet ständig überwacht und es könnte jederzeit ein Beamter zusehen. Habt ihr noch Sex mit eurer vielleicht erwachsenen Frau? Geht ihr noch zum Psychologen und redet über das, was euch belastet? Werdet ihr noch Whistleblower und deckt Missstände auf, wenn ihr dadurch zum Staatsfeind Nummer 1 werdet und direkt geschnappt werdet? Bedenkt bitte, dass Therapien gerade aktuell wegen der ganzen Pandemiesituation häufig durch genau solche Online-Zoom-Meetings stattfinden, die nun automatisiert überwacht werden können. Also so absurd diese Fragen vielleicht gerade geklungen haben, so weit weg sind wir davon gar nicht mehr. Und deswegen schadet diese Chatkontrolle übrigens gerade Missbrauchsopfern sehr, denn die sind auf Unterstützung angewiesen, auf vertrauliche Beratung, auf Hilfe. Die wollen nicht, dass irgendein Algorithmus darüber entscheidet, wer erfährt von ihrem Missbrauch und ihren Problemen, sondern die wollen wirklich sich selbst aussuchen, mit wem sie darüber sprechen, und sie brauchen geschützte Räume dafür. Ja, also für dieses permanente Nachfolgegesetz, was im September vorgestellt oder vorgeschlagen werden soll, da überlegt tatsächlich die EU-Kommission, ob eben auch verschlüsselte, Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger-Dienste zur Durchleuchtung verpflichtet werden sollen. Denn nach der Logik der EU-Kommission, es darf keine Räume geben, die irgendwie missbraucht werden könnten. Es ist natürlich klar, dass man solche Dienste auch erfassen will, denn ansonsten ist es ja ein leichtes, das Material eben einfach weiterhin Ende zu Ende verschlüsselt auszutauschen. Übrigens, selbst wenn man diese Dienste zur Durchleuchtung verpflichten würde, wäre es immer noch ein leichtes für die Hintermänner, solches Material auszutauschen, denn es gibt ja nicht nur dezentrale Messenger-Dienste, wo also überhaupt kein zentraler Anbieter überhaupt nur in der Lage existiert, der sowas durchleuchten könnte, sondern es gibt ja auch, leider benutzen ja diese kriminellen Missbrauchstäter, benutzen ja oft Darknet-Foren, die sie selbst aufsetzen, und natürlich würde da auch keine Durchleuchtung greifen. Technisch würde man die Verschlüsselung gar nicht aufheben, sondern vermutlich einfach die Nachricht an den Server mit der KI senden. Dort wird sie überprüft und falls sie okay ist, wird die Nachricht verschlüsselt in den Chat gepackt. So stellt sich das die EU zumindest vor.
Dann könnte man aber auch gleich eigentlich auf die Verschlüsselung verzichten. Ich calle schon jetzt, dass diese Hintertür von Hackern oder Geheimdiensten ausgenutzt werden wird. Letzten Endes wäre das Vertrauen in sichere Verschlüsselung dahin und darauf angewiesen sind eben Leute, die private Geheimnisse, geschäftliche Geheimnisse, Staatsgeheimnisse zu tun haben und übrigens auch Dissidenten, Oppositionelle in Diktaturen, bei denen wirklich auch das Leben davon abhängt, dass sie ihre Proteste gegen Diktaturen, gegen Menschenrechtsverletzungen wirklich vertraulich planen und koordinieren können. Wenn da die Sicherheit der Kommunikation nicht mehr gewährleistet ist, landen die im Gefängnis, werden gefoltert und nie wieder gesehen. Ne? Denkt man an China, denkt man an Ägypten. Die Leute sind wirklich mit ihrem Leben darauf angewiesen, sicher und vertraulich kommunizieren zu können. Und da ist es extrem gefährlich, Hintertüren vorzuschreiben in Software, die halt auch zu solchen Zwecken, zu solchen wichtigen Zwecken gebraucht wird. Okay, ich habe euch jetzt erklärt, warum das eine Gefahr für den normalen Bürger ist. Aber schauen wir uns doch mal die andere Seite an. Wie sieht es mit den tatsächlichen Straftätern aus? Werden die mehr gefasst? Man muss dazu sagen, diese Totaldurchleuchtung, die in den USA da freiwillig praktiziert wird, die führt schon dazu, dass zum Teil auch, wenn auch in einer kleineren Zahl von Fällen, zum Teil auch strafbares Material gefunden und angezeigt wird. Das ist auf jeden Fall so. Und in vielen Fällen kann man viel zu einfach ausweichen. Zum einen werden ja Anbieter verpflichtet. Was ist aber, wenn der Anbieter einfach anonym ist und zum Beispiel irgendwo im Ausland einen Matrix-Server aufgesetzt hat? Matrix ist ein dezentraler Messenger und somit eigentlich kaum verpflichtbar, denn er ist Open Source und man muss ihn selbst hosten. Das heißt, man muss selbst alles erstellen, um dem Ding überhaupt eine Infrastruktur zu geben. Das heißt, man kann selbst steuern, welche Software auf dem Server läuft. Das zweite wären Darknet-Foren. Ich glaube, die Leute, die sich darum treiben, wissen ziemlich genau, dass ihre Sache nicht ganz so legal ist und somit wäre auch eine Durchleuchtung absolut für jeden Chat nicht förderlich, wenn es einfach so ein Forum gäbe, das diese Verordnung halt nicht durchsetzen muss, weil man nicht an den Betreiber rankommt. Oder habt ihr schon mal ein Darknet-Forum mit Impressum gesehen? Ich nicht. Dazu kommt natürlich auch einfach die Möglichkeit, Dateien oder auch Texte direkt von Hand zu verschlüsseln, etwa einfach eine ZIP-Datei mit einem Passwort. Das erfordert nun wirklich gar keine Kenntnisse und reicht schon aus, dass keine Ermittlungsbehörde dieser Welt mehr da so einfach reingucken kann. Patrick Breyer sagt, dass die Ermittlungsbehörden häufig schon so überlastet sind, dass man gar nicht mehr in den eigentlichen Fällen ermitteln kann. Aber wir haben in Deutschland die Situation, dass die Ermittlungsbehörden so überlastet sind schon heute, dass eben selbst im Verdachtsfall, wenn ein Durchsuchungsbeschluss vorliegt, es teilweise Monate dauert, bis wirklich durchsucht wird. Und dann dauert es nochmal Monate oder sogar Jahre, bis die beschlagnahmten Datenträger auch ausgewertet und durchgesehen sind. Das heißt, es kann sein, dass Monate oder Jahre lang Kinder hier im Zweifelsfall auch weiter missbraucht werden, weil die Behörden so überlastet sind. Und in der Situation, wo wir nicht genug Kapazitäten haben, um alles zu machen, müsste aus meiner Sicht dem Opferschutz absoluter Vorrang gegeben werden. Das heißt, bei knappen Ressourcen müssen alle Kräfte darauf verwendet werden, wirklich in Missbrauchsfällen zu ermitteln und ansonsten auch an die Hintermänner ranzukommen, die solche Aufnahmen überhaupt machen, die Kinder tatsächlich selbst missbrauchen. Dazu muss man in verdeckten Ermittlungen eben auch eindringen in solche Foren und Kinderporno-Ringe. Das ist sehr personalaufwendig und zeitaufwendig. Und wenn ich jetzt die Ressourcen aber dafür nutze, um sozusagen erstens mal ganz viel irrelevantes Material erstmal auszusortieren, und dann eben sozusagen wegen des Austauschs von Material zu ermitteln, wo kein aktueller Missbrauch vorliegt, dann fehlen mir die Ressourcen, um tatsächlich Kinder zu schützen, die es im aktuellen Fall nötig hätten. Deswegen ist aus meiner Sicht eine falsche Schwerpunktsetzung. Und
Richtig ist natürlich, dass auch der Austausch älterer Aufnahmen die Rechte der Betroffenen noch weiterhin verletzt, aber den bekommt man so nicht in den Griff. Wir sehen ja auf Facebook und bei Google, die diese Durchleuchtung seit Jahren anwenden, dass wir dort keinen nennenswerten Rückgang der Meldungen haben. Das heißt, trotz Durchleuchtung nimmt offenbar die Zirkulation dieses Materials dort zu. Diese Chatkontrolle ist kein wirksames Mittel, um dagegen anzukommen. Ich glaube, das einzig wirksame Mittel ist, bei der Entstehung anzusetzen und schon die Entstehung solchen Materials zu verhindern. Und das ist ja auch deswegen wichtig, weil eben an der Stelle auch Kinder tatsächlich missbraucht werden. Übrigens, die meisten Fälle von Kindesmissbrauch finden leider durch nahestehende Personen, durch Verwandte oder auch Betreuungspersonen, Sport, Kirche und so weiter, also durch bekannte Personen statt. Und die allermeisten Missbrauchsfälle werden auch nicht angezeigt oder werden nie bekannt. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, Kinder besser zu schützen, und das wäre dringend nötig, müsste man viel mehr Aufklärung machen, Leute darüber aufklären, was sind die Anzeichen dafür, wo ich genau hinhören sollte, an wen kann ich mich wenden, wer kann mich da beraten, wenn ich da einen Verdacht habe. Es muss auch für Kinder sichere Anlaufstellen geben. Laut ihm sollten also die Behörden nicht noch mehr belastet, sondern eher entlastet werden. Dazu wäre es wichtig, Stellen für Betroffene einzurichten, wo man ohne Gefahr, dass jemand zuhört, über seine Erfahrungen reden kann und in Ruhe eine Therapie machen kann. Man müsste Verwandte, Freunde, generell alle darüber aufklären, was die Anzeichen sind für einen Missbrauch. Aber auch für Pädophile ist die Situation einfach oftmals viel zu schwer. Für sie sollten ebenfalls Anlaufstellen geschaffen werden, damit sie gar nicht straffällig werden müssen, sondern eine Therapie machen können. Auch Opferberatungs- und Unterstützungsorganisationen haben nicht genug Finanzierung, haben keine stabile Finanzierung. Auch da müsste man viel mehr tun. Und wie gesagt, im Bereich Ausstattung und personelle und technische Ausstattung der Ermittlungsbehörden, da ist sehr, sehr, liegt sehr, sehr viel im Argen. Und da müssen wir wirklich beim Opferschutz die Priorität setzen, beim Schutz von Kindern. Und der massenhafte Austausch von irgendwelchen Bildern auf Facebook, wo nun wirklich nicht die Täter unterwegs sind, das hat aus meiner Sicht nicht erste Priorität. Die Verordnung ist, wie schon gesagt, der erste Schritt eigentlich erst. Noch wird niemand verpflichtet und europäische Unternehmen führen die Überwachung noch gar nicht durch. Witzigerweise, weil es ist ein Gesetz der EU. Allerdings US-amerikanische Unternehmen schon. Also Gmail, was gerade von vielen Unternehmen intern teils mit sehr vertraulichen Dokumenten genutzt wird, ist betroffen. Ebenso wie Instagram, Facebook, Twitter, Zoom, Microsoft etc. Die Verordnung ist zudem auf 3 Jahre beschränkt. Das heißt, die ist nur für 3 Jahre lang gültig und dann läuft sie aus. Eine Klage dagegen würde vermutlich ähnlich lange dauern. Im September geht es allerdings weiter mit dem nächsten Schritt. Das Wichtigste ist wirklich Aufmerksamkeit zu schaffen und zu informieren. Was heißt Chatkontrolle? Was bedeutet das für dich ganz konkret? Und was würde es bedeuten, wenn das sogar für deinen Anbieter auch zur Pflicht werden soll? Wir haben eine Infoseite aufgesetzt, chatkontrolle.de, wo man das nachlesen kann. Wir haben auch ein paar Bilder und Videos, die das erklären, gemacht. Ganz konkret wollen wir gegen das Gesetz klagen, weil es gegen unsere Grundrechte verstößt, und suchen noch Missbrauchsopfer, die sich dagegen wehren möchten. Denn Missbrauchsopfer sind besonders betroffen von dieser Durchleuchtung, weil ihnen die geschützten Räume genommen werden, die sie für Beratung und Unterstützung und Hilfe benötigen. Und deswegen finde ich, ist es extrem wichtig, dass auch ein Missbrauchsopfer selbst dem Gericht erklärt,
Warum ist das für mich tatsächlich schädlich? Was mir zwar helfen soll, ist aber in Wirklichkeit schädlich. Und da haben wir noch keine Betroffenen gesuchen, die gefunden, die dazu bereit wären. Ich würde das für sehr wichtig halten. Also wenn hier jemand zuschaut, bitte melden Sie sich oder meldet euch bei uns. Man kann das auch anonym machen. Der Europäische Gerichtshof hat im Grunde genommen schon entschieden, es ist unverhältnismäßig, ins Blaue hinein einfach private Kommunikationsinhalte zu durchschnüffeln. Einfach deswegen, weil selbst wenn man auch mal einen Zufallstreffer landen könnte, verliert man zu viel dadurch. Zu viele Leute sind angewiesen auf vertrauliche Kommunikation. Es wäre unverhältnismäßig weitgehend, alle unter Generalverdacht zu stellen, nur weil Einzelne diese Kanäle missbrauchen. Das heißt, falls ihr ein Missbrauchsopfer seid, das Gesetz euch jetzt aber zum Beispiel bei einer anonymen Therapie im Weg steht, weil ihr keine anonyme Therapie während der Pandemie über Zoom machen könnt, oder ihr auch nur den Zusammenhang auf eure Therapie vielleicht übertragen könnt und das Ganze versteht, dann meldet euch bitte. Die E-Mail-Adresse von Patrick ist in der Beschreibung und damit kann man das Ganze vielleicht aufheben. In diesem Sinne vielen Dank und wir hören uns. Ciao.